Hallo, liebe Leute, wir sind wieder live mit Uber Eats und heute aus Berlin. Wir sind bei Vedang, das ist ein veganer Burgerladen und es ist richtig schick hier. Das ist mein Chef, aber heute ist er mein Mitarbeiter. Erzähl doch mal einmal so grob die Besonderheiten hier. Ja, wir sind eine vegane Fastfood-Kette, aber bei uns geht alles rein pflanzlich, alles vegan, ohne tierische Produkte und das zeichnet uns aus. Ja, und heute machen wir Burger. Wir nehmen wieder alle Bestellungen an, die über Uber Eats reinkommen. Ich werde eure Burger machen. Wir experimentieren gleich noch mit einem Anni-Spezialburger. Ich habe noch nie einen Burger gebraten in so einem Burgerbratladen. Deswegen muss ich ganz viel lernen. Okay. Handschuhe. Und da ist auch schon eine Bestellung reingekommen. Ich kann direkt loslegen. Eine Bestellung ist reingekommen. Okay. Vielleicht gucke ich bei der ersten Bestellung zu. Nimm erstmal eine Schippe Pommes und schmeiß hier rein. Nehme eine Schippe Pommes und dann hier so rein einfach. Genau. Cool! Okay, und jetzt? Hast du schon mal vegan Bacon gesehen? Nein. Einfach. Cool. Eben die Schreibung von Es piepst. Was als nächstes? Ich bin bereit. Kannst du die Pommes jetzt rausholen? Ah, die sehen gut aus. Das ist deine ersten Pommes? Ja, zum ersten Mal in meinem Leben Pommes gemacht. War cool. Boah, das ist so schwer, dieses Metallding. Holy shit. Jetzt machst du ein bisschen Salz drauf und schüttet sie ein bisschen. Eine Prise. Jetzt zeig ich dir, wie du die Soße drauf machst. Diese Pistole hier. Wie benutze ich die? Einfach senkrecht. Hier drauf und einmal drauf drücken. Cool! Aber und hier unten nochmal drauf. Ah, auf beide Seiten Mayo. Und dann Gemüse. Zwei Tomaten. Erst Brötchen, dann Boulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Boah, sehr schön, das machst du wunderschön. Der sieht so cool aus. Für deinen ersten Burger. Und du kannst auch die Pommes in eine Box reintun. Ah. So. Schön! Sehr schön. Wow, so viele Bestellungen. Holy shit. Das ist schon alles. Kriegen wir alles hin. Was mache ich jetzt? Oh, kannst du Pommes erstmal machen? Ja, ich mache erstmal Pommes. Das hört sich gut an. Diesmal sind es Cheese Fries, dann nimmst du diese Box hier. Ah. Das zeige ich dir, wie wir unsere Cheese Fries machen. Ja. Du drückst zweimal auf die Pumpe. Ja, perfekt. Geil. Ist aber so Käsesoße. Ja, das kommt da noch was drauf? Dann nimmst du die Gabel und machst auch ein bisschen die Lauchzwiebel drauf. Mhm. So? Sehr schön, genau so. Mit Liebe angerichtet. Cheesy Fries. Hau den fünften Gang rein. Wir haben eine riesige Bestellung. Ich zähle auf dich, mein Junge. Und ich will, dass du den Pfannenwender hisst. Die Arme ist jetzt wie im Stress. Wir sind hier am Arbeiten, Leute, okay? Wir sind hier am Arbeiten. Es wird alles. Und dann machst du erstmal einen Hamburger, genau wie der Cheeseburger. Also statt diese Gurken und diese Gurken. Mhm. Tomate, Gürkchen, Zwiebeln, Salat. Hup. Als wärst du schon ein paar Tage hier. Mhm. Du machst jetzt nochmal den Chickburger hier. Der Mayo, ne? Der Mayo. Chickenburger mit normalen Gurken und ein bisschen Zwiebeln. SpongeBob hat echt einen anstrengenden Job, Mann. Zum Bier essen. Hier drauf. Komm rein. Ja, da warten schon die nächsten Kunden. Dann kannst du erst ein bisschen durchatmen, wenn es weitergeht. Hab durchgeatmet, weiter geht's. Hier, das ist der Drucker. Da muss die Bestellung gleich rauskommen. Aber es wird gleich soweit sein. Cooler Stream. Ich bin auf dem Weg. Ja! Oh, es kam rein. Ein Chickburger ohne Zwiebeln und ein Barbecue-Burger, Bacon und Cheesy. Yeah! Jetzt kannst du wieder ein paar Brötchen reinschmeißen. Ja, stimmt, Brötchen, das war's. 3-4 Brötchen brauchen wir. Das ist so eine ganz andere Arbeit als in der Pizzeria, aber ich find's echt cool. Kriegen das hin. Ich habe einen dritten Sinn für Käse. Ups. So viel zum Thema, ich habe einen dritten Sinn für Käse, oder? So, die Bestellung mit dem Barbecue-Burger und dem Chicken-Burger ist fertig. Ja, Nummer 30, genau. Ich bin neu, es tut mir leid. Echte Kunden bedienen. Schwierig. Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr bei Uber Eats bestellt, immer noch mit dem Code ANNI10 10 Euro auf eure erste Bestellung reduziert bekommt? Das ist ziemlich nice. Würde ich in Erwägung ziehen. Und noch ein paar mehr Burgerbrötchen. Der Angry Chick Burger auch mit Mayo? Nein, der Angry Chick Burger ist mit unserer Sweet Chili Soße. Oh mein Gott, so viel, was ich lernen muss. Can you check what? And put in what we need. We need like everything. And I need one fries in the box. Yeah. Das Leben im Burgerladen ist deutlich stressiger als in der Pizzeria. Wie kommst du voran? Gut. Wie kommen wir generell voran? Sind wir zu langsam? Nein. Ich stelle mich nie wieder, wenn eine Bestellung falsch ankommt, Alter. Das ist ja so ein Überblick, den man nicht hat. 32. Guten Appetit. Mein Gott, der Laden jetzt ist voll. Jetzt geht's an die nächste Runde. Nummer 36. Anna. Guten Appetit. Wird gar nicht langweilig, oder? Nein. Ich dachte, wir hätten vielleicht so ein bisschen Zeit zum Chillen, um so einen Special-Burger zu machen, aber wir kommen gar nicht dazu. Es sind noch so viele Leute, die vor Ort da sind. Und es wird nicht weniger. Jeden Tag so. Vor allem am Wochenende. Krass, ja, stimmt. Da gönnt sich jeder einen Burgi, ne? Das ist die Nummer 33. Nummer 33? Guten Appetit. Dann Nummer 34. 34.
34? 34? Keiner möchte den 34er Burger. Ich esse den gleich selbst. Ah, jetzt? Ich frage mich, ob ich eine Hilfe bin, weil ich ja auch irgendwie so zwei extra Hände dabei habe, so, ne? Oder ob ich irgendwie einfach ein Problem bin. Nummer 40? Nummer 40? Lecker, lecker, heiß und fettig. Dann nicht. Nummer 41? Nummer 41? Nummer 41! Sorry. Ich hätte Marktschreier werden sollen. Das sind die Gene, die mir im Blut liegen. Ah, nee, zum... Also, liebe Leute, falls ihr auch Bock habt, hier was zu essen, ihr könnt, wenn ihr in Berlin seid, hier gerne bestellen mit dem Code ANNI10. Damit kriegt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Den Code könnt ihr aber in ganz Deutschland verwenden, tatsächlich. Auch falls ihr woanders sitzt und euch denkt, boah, ich krieg jetzt irgendwie Hunger auf Burger, wenn ich das sehe. Auf Uber Eats einfach Code ANNI10 beim Checkout benutzen und ihr kriegt 10 Euro auf eure Bestellung reduziert, ab einem Bestellwert von 20 Euro. Und außerdem ist der Code einen Monat lang gültig. Also egal, wo ihr in Deutschland seid, bis zum 20. November könnt ihr den benutzen. Nummer 49. Guten Appetit. Cool. Wir haben keine Bestellungen mehr. Wir können jetzt die Soße für meinen Burger machen. Das hab ich mir auch gedacht. Cool, dann let's go. Was wäre, wenn wir einfach auf den Burger noch Avocado drauf machen? Käse, Gewürzketchup und Mayo. Und Burgersoße. Wie viel Avocado brauchen wir denn? Kommt aus jedem Burger so ein Esslöffel, würde ich sagen. Durch die ganz Feinsteinen? Nee, so Matschen. Ach so, Guacamole. Ja, genau. Oh, das ist echt kompliziert, das mit diesem eigenen Burger, das so mittendrin irgendwie zu machen, oder? Weißt du, ob das so die beste Idee war, die wir heute hatten? Nein. Aber wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste draus. Okay, du bist so positiv, Mann. Ich wünsche dir was von deiner Einstellung. Du bist mein großes Vorbild. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach auf so einen normalen Chick-Burger. Ja, der passt am besten mit Chick-Burger. Und dann noch extra Käse drauf. Lass es rausgehen. Wir probieren es. Ja. Auf den Special-Burger machen wir einmal die normale Soße. Einmal die Mayonnaise. Ein bisschen Salat. Ein bisschen Avocado. Und dann das Cheesy Patty. Chicken Patty mit Käse. So. Und dann sollte das, glaube ich, ganz gut sein. Magst du probieren? Ja. Durchschneiden oder so? Ja, lass es durchschneiden. Du musst auch probieren und mir sagen, was du denkst. Ja. Süß. Okay, mein Freund. Dann cheers. Cheers. Könnte mehr Salz in die Ding. Kann man ja, kann man machen. Lecker. Ich mag die Burgersoße hier drauf. Aber ich muss sagen, die sehen die ganze Zeit so lecker aus. Ich bin froh, dass wir einen essen können. Okay, ich würde sagen, wir callen jetzt den letzten Burger. Guck, wie perfekt mein letzter Käse geworden ist. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, wirklich. Den mache ich jetzt extra schön. So schön habe ich ihn noch nie gesehen. Ein Meisterwerk. Ich werde emotional. Cheesy Burger Nummer 66. Nummer 66! Ich wünsche dir einen guten Appetit. Dieser Burger ist sehr besonders für mich. Ich hoffe, er schmeckt dir gut. Liebe Leute, das war's. War eine coole Erfahrung als Burger-Barter. Nochmal dir vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich hier durchgeleitet hast wie ein Profi. War mir eine Freude. Tschüss!